Das ist der Reichstag. Er steht in der Hauptstadt Berlin. Hier drin treffen sich regelmäßig Politiker, um die wichtigsten Entscheidungen für Deutschland zu treffen. Der Reichstag ist schon sehr alt. Es gibt aber auch etwas, was überhaupt nicht zu einem alten Gebäude passt. Diese Kuppel. Sie ist aus Glas und sieht sehr modern aus. Man kann die Kuppel sogar besichtigen und in ihr herumlaufen. Die wichtigsten Politiker Deutschlands treffen sich in diesem alten Gebäude aus Stein. Und darauf gibt es eine ganz moderne Glaskuppel. Wieso eigentlich? Ich habe für euch ein bisschen nachgeforscht und bin auf diese alten Bilder hier gestoßen, die die Geschichte des Reichstages erzählen. Und, so viel sei schon einmal verraten, um ihn und vor allem um seine Kuppel gab es viel Streit. Reisen wir zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1885. Berlin ist schon eine richtig große Stadt, die Hauptstadt des Deutschen Reiches. In Berlin treffen sich auch regelmäßig die wichtigsten Politiker des Landes. Und sie haben ein großes Problem. Nicht genug Platz. Die Häuser in der Stadt sind einfach viel zu klein für die 392 Politiker. Sie sind gerade erst gewählt worden und sollen eigentlich in Ruhe wichtige Dinge für die Menschen im Land besprechen und entscheiden. Doch das ist manchmal ganz schön schwer. Denn die Herren hocken sich richtig auf der Pelle. Kein Wunder, dass die Politiker beschließen, ein neues Haus bauen zu lassen. Ist ganz schön eng und laut hier. Die Luft ist auch nicht so toll. Also das neue Gebäude für die Politiker soll groß und schön werden. Und deswegen wird extra ein Wettbewerb veranstaltet. Ja, Euer Majestät, sofort. Wichtig ist es auch noch zu wissen, dass die Politiker im 19. Jahrhundert viele Dinge nicht alleine entscheiden dürfen. Das Sagen hat Kaiser Wilhelm I. Also, es gibt einen Wettbewerb und tatsächlich kommen sehr viele Ideen und Vorschläge und eine Sekunde, ah ja, dieser Entwurf hier gewinnt den Wettbewerb. Geplant ist ein großes, eckiges Haus mit 4 Türmen und so viel Platz, dass die Politiker des Deutschen Reiches in Ruhe tagen, also miteinander reden können. Daher kommt auch der Name, Reichstag. Und schaut mal, auf dem Dach soll eine Kuppel gebaut werden. Da ist er, der erste Hinweis auf eine Kuppel. Aber sie sieht noch nicht so aus wie die, die heute auf dem Reichstag ist. Die Idee mit der Kuppel hatte er hier, Paul Wallot. Er ist Architekt und möchte für das neue Reichstagsgebäude etwas ganz Besonderes bauen. Wallot plant, die Kuppel auf dem Reichstag aus Stein zu bauen, damit das neue Gebäude der Politiker besonders mächtig wirkt. Und die Kuppel soll genau über einem riesigen Saal thronen, in dem sich die Politiker später treffen können. Doch einige Experten sehen hier ein Problem. Durch eine Kuppel aus Stein würde nicht genug Tageslicht fallen. Der Raum für die Politiker könnte zum Arbeiten viel zu dunkel sein. So oder so, auch Kaiser Wilhelm I. ist von Wallots Entwurf überhaupt nicht begeistert. Kaiser Wilhelm schlägt vor, die Kuppel nicht über dem Politikerraum zu planen, sondern an die Seite zu verschieben. Und kleiner solle sie auch werden. So würde der Reichstag insgesamt weniger mächtig aussehen. Davon ist Wallot wiederum überhaupt nicht begeistert. Aber er kann nichts machen. Noch hat der Kaiser das Sagen. Am 9. Juni 1884 wird der Grundstein für den neuen Reichstag gelegt. Mitten in Berlin entsteht eine riesige Baustelle. In den folgenden Jahren wird am Reichstag kräftig gebaut. Es dauert mehr als 4 Jahre, bis die Außenmauern und die Türme im Ansatz stehen. Bald soll die Kuppel an die Reihe kommen. Doch um die gibt es immer noch Streit. In der Zwischenzeit ist ein neuer Kaiser an der Macht. Kaiser Wilhelm II. Wie auch der alte Kaiser schaut er sich alle Pläne von Wallot ganz genau an. Und der hat eine neue Idee für die Kuppel. Was, wenn die Kuppel doch ein bisschen größer würde und in die Mitte käme? Das Problem mit dem Tageslicht könne man ja durch eine Kuppel aus Glas lösen. So würde schließlich genug Licht in den großen Raum für die Politiker fallen. Nach langem Hin und Her stimmt der Kaiser schließlich zu. Die Kuppel wird so gebaut, wie es Wallot geplant hat. Nach mehr als 10 Jahren Bauzeit thront auf dem Reichstag eine gläserne Kuppel mit vergoldeten Trägern.
Am 5. Dezember 1894 ist der Reichstag endlich fertig. Unter der Glaskuppel haben die Politiker jetzt genug Platz, in Ruhe zu arbeiten und wichtige Dinge zu entscheiden. Der neue Reichstag und seine Glaskuppel werden zu einem Symbol der Demokratie, also der Macht der Politiker und damit des Volkes, das die Politiker ja schließlich gewählt hat. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass diese Glaskuppel anders aussieht als die, die heute auf dem Reichstag ist. Ihr ahnt es, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Fast 50 Jahre sieht der Reichstag so aus. Aber dann führt Deutschland Krieg. Es ist das Jahr 1945. In den letzten Tagen des Krieges wird vor allem in Berlin heftig gekämpft. Viele Menschen sterben. Der Reichstag und seine Kuppel werden schwer beschädigt. Als der Krieg schließlich zu Ende ist, bleibt von der einst so prächtigen Kuppel nur das kaputte Stahlgerüst. Das Glas ist zerborsten. Die Kuppel droht einzustürzen und deshalb wird sie einfach weggesprengt. Fast 50 Jahre bleibt der Reichstag ohne Kuppel. 1990 wird das nach dem Zweiten Weltkrieg geteilte Deutschland wiedervereinigt. Die wichtigsten Politiker brauchen ein großes Gebäude, in dem sie sich in der Hauptstadt Berlin treffen können. Die Wahl fällt auf den Reichstag. Der soll sogar extra renoviert werden. Ihr könnt euch jetzt bestimmt vorstellen, worüber mal wieder gestritten wird. Genau, über die Frage der Kuppel. Hi. Das ist Norman Foster, der neue Architekt. Und er und einige Politiker wollen überhaupt keine Kuppel. Andere Politiker wiederum wollen, dass es doch einen Entwurf für eine Kuppel gibt. Insgesamt 27 Entwürfe muss Norman Foster vorlegen. Immer ist irgendwer nicht zufrieden. Manche Ideen sehen auch wirklich ein bisschen seltsam aus. Schließlich einigen sich alle auf dieses Modell hier. Und genau so ist die Kuppel dann auch gebaut worden. Wieder eine Konstruktion aus Glas und Stahl. Nur ein wenig runder als früher. Wie auch bei der alten Kuppel fällt Tageslicht durch das Glas in den Raum, in dem sich die Politiker treffen. Man kann in den Raum hineingucken und die Politiker sozusagen symbolisch bei ihrer Arbeit kontrollieren. Deshalb sind der alte Reichstag und seine neue gläserne Kuppel heute wieder ein Symbol für die Demokratie in unserem Land. Schöne Grüße vom Reichstag in Berlin.